Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Nun, die Tage werden langsam etwas kürzer und auch die Temperaturen gehen in den Keller, dennoch habe ich für euch auch diese Woche wieder ein interessantes Video aus vergangenen Tagen und es gibt wieder einiges an Geschichte. Ich schlage euch also vor, kommt am besten mit auf Tour und den Rest erfahrt ihr im Video. Sollten euch übrigens verlassene Orte hier in Ostdeutschland grundsätzlich interessieren, dann seid ihr bei uns goldrichtig. Schaut doch dazu am besten mal auf unseren Kanal, dort findet ihr jede Woche Mittwoch ein neues Video und wie ihr ein Abo bei uns machen könnt, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die Langbein-Fannhauser-Werke, besser bekannt unter VEB Galvanotechnik Leipzig. Die Geschichte dieses Werkes geht bis auf die beiden Urväter der Galvanisierung zurück. Zum einen haben wir den 1843 in Wien geborenen Wilhelm Fannhauser Senior und den Chemiker Dr. Georg Ernst Leopold Langbein, geboren 1849 in Grimma. Während Fannhauser ab 1873 in seinem kleinen Geschäft begann, Hilfsgüter und Cyanide herzustellen und zu verkaufen, übrigens die erste Produktionsstätte in Österreich überhaupt, kam Dr. Langbein hingegen nach 10-jähriger Tätigkeit aus einem peruanischen Salpeterbergwerk zurück nach Leipzig und betrieb auch hier ein Privatlaboratorium, in dem er sich mehr und mehr mit Elektrochemie befasste. 2 Jahre später gründete er im Dösnerweg 9-11 1881 seine chemische Anstalt für Galvanoplastik und Metallindustrie. An Ort und Stelle befand sich zu diesem Zeitpunkt auch schon die Gurkenkonservenfabrik der Gebrüder Schumann, wo wir übrigens auch ein Video schon gemacht haben, das blende ich euch jetzt hier oben rechts ein. Nachdem Langbein 1886 grundsteinlegende Lektüre der Galvanisierung verfasste, baute er 1889 die hier gezeigte Anlage, die nicht nur deutlich größer war, sondern vor allem auch moderner. Beide Firmen betrieben viel Engagement im Bereich der Galvanotechnik mit verschiedenen Filialen, Büchern, Anleitungen und nicht zuletzt auch als Ausbildungsstätte. Man war zwar Konkurrent, dennoch verfolgte man dasselbe Ziel, es handelte sich ja um einen neuen, vielversprechenden Industriezweig. Vermutlich trafen sich die beiden Firmengründer mehrmals, um ihre Ideen und Visionen auszutauschen oder vielleicht auch das eine oder andere zu verbessern. Eins ist auf jeden Fall Fakt, 1907 fusionierten die beiden Firmen und so wurde aus der Dr. Langbein & Co. sowie der galvanotechnischen Fabrik Fannhauser die Langbein-Fannhauser Werke Aktiengesellschaft, die nun gemeinsam noch mehr schaffen konnte und Innovation vorantrieb. Das Grundkapital betrug 2,25 Millionen Mark und man beschäftigte etwa 250 Angestellte. Nur 2 Jahre später starb Dr. Georg Langbein als Aufsichtsratsvorsitzender der Firma. Aber was hat man denn eigentlich hier produziert? Was hat denn die Firma gemacht? Und dieser Frage wollen wir natürlich auch auf den Grund gehen. Zu Beginn hat man vor allem Wasseraufbereitungsanlagen, Beschichtungssysteme und Steuerungstechniken hergestellt. Später folgten Halbautomaten zur Vernickelung und auch Nickel-Chrom-Vollautomaten. Außerdem war die Firma für die Praxiseinführung im Bereich der Chrom-Schwefelsäure-Elektrolyten bekannt und auch das Eloxan-Verfahren geht auf eben diese Firma zurück, wo sie auch Patente hielt. ...1923 starb auch Fannhauser Senior, doch sein Sohn verblieb weiterhin bis 1945 als Vorstandsvorsitzender in der Firma. 1940 beschäftigte man 2000 Mitarbeiter und war führender Galvanisierungsbetrieb im Reich. Man bildete vom Lehrling bis zum Meister aus, doch dann kam der Krieg, wo man vermutlich für die Rüstung produzieren musste. Nach Kriegsende enteignete die sowjetische Militäradministration das Werk
ließ es aber unter selben Umständen weiterproduzieren. Ab 1950 produzierte das Werk dann mit neuem Namen unter VEB Galvanotechnik Leipzig, kurz GTL. DDR-typisch folgten jetzt einige Kombinatszuordnungen, die man immer wieder getauscht und gewechselt hat, vor allem in den 70er und 80er Jahren, wo man hauptsächlich einheitliche Automatensysteme herstellte. Zu diesem Zeitpunkt war die Firma ebenfalls bis zum Ende der DDR größter und führender Produzent im gesamten Ostblock, was Galvanotechnik anging. Die Geschichte ging allerdings nicht nur in Ostdeutschland weiter, sondern auch in Westdeutschland, wo die Werke etliche Male übernommen und verkauft wurden. Sollte euch das näher interessieren, findet ihr einen Link dazu in der Infobox. Hier in Ostdeutschland gelang übrigens nach 1990 die Reprivatisierung als GmbH und so produzierte man unter neuem Namen als Galvanotechnik Leipzig GmbH, kurz GTL, ab 1992-93 in Lindenthal. In dieser Zeit fertigte man vor allem verschiedene flexible galvanotechnische Anlagen an, bis 2013 eben die Insolvenz kam. In letzter Instanz konnte man diese allerdings abwehren und gründete die Firma einfach neu. Bis heute produziert die Nachfolgegesellschaft HLS Galvanotechnik Leipzig GmbH verschiedenste galvanotechnische Anlagen in Lindenthal. Die hier gezeigte Anlage ist nur noch ein Teil des ursprünglichen Werkes, einige Bereiche wurden schon weggerissen. Im Werk selbst gab es nicht allzu viel zu sehen, es war mehr oder weniger die Vorstellungskraft, was man hier wirklich gemacht hat. Es gab noch einige Öfen, wo man dann nachvollziehen konnte, was man hier in etwa produziert hat, aber so richtig genau, ja, ihr seht es ja selbst. Wie auch immer, ich blende euch jetzt im Nachhinein noch einige Bilder ein und wünsche euch heute noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Sollte euch das Video im Übrigen gefallen haben, freue ich mich, wenn ihr einen Daumen da lasst und wenn ihr uns abonniert. Ansonsten macht's gut, bis dann und ciao.